Oder fahr einfach hoch. Da, da steht einer. Das ist ein Zombie. Okay. Ein Pack mal die Karre hier rechts um die Ecke. Okay, warum tut's immer? Das ist deren Base? Das ist deren Base. So, mal gucken, wie wir da reinkommen. Ich glaube, wenn du das Auto dichter ranfährst, können wir über den Zaun springen. Ja? Ich mach das mal. Bitte krieg jetzt keinen Disconnect, Alter. Nee, da kommen wir trotzdem nicht hoch. Aber das haben die ja geil gemacht. Das sieht richtig cool aus. Nee. Nee, das geht nicht. Aber guck mal, da hinten ist ein Hügel. Da würde es vielleicht gehen. Steig ein. Ja. Steig ein. Also. Da ist jemand. Da steht jemand. Da stehen Leute. Die haben Waffen. Was? Wo? Wo? Ich seh im Third Person drüber, aber die sehen uns nicht. Da stehen auf jeden Fall Leute. Warte mal, lass mich mal gucken. Siehst du die? Warte, warte. Zwei Polizeiautos. Nicht, du stackst doch da, wir kommen doch hier nie wieder raus. Doch, doch. Oder da vor auf dem Hügel, genau. Hab ich vor. Die sehen AFK aus, die Leute. Ja, ja. Stopp! Ah ja, wunderbar. Oh, nein. Nicht. Nein, ich versuche hier wieder. Fahr jetzt vor, dann schön zurück. Einlenkt. Das müsste reichen. Das reicht. Perfekt. Hast du alles rausgenommen? Warte. Komm, bist du drüber? Bist du nicht, siehst du, das reicht nicht. Warte. Boah, das Springen ist hier gar nicht los. Bin drüber. Ich warte auf dich. Bin drüber. Neu. Oh, Jackpot. Bei mir ist jemand. Hat zwei Schüsse abbekommen. Der rote? Ja. Hab ihn. Nice. Loote den anderen. Wo ist der andere? Der liegt vor dem Haus rechts. Okay. Er hat keine Muni gedroppt, war ja wieder klar. Oder hast du die aufgehoben? Nein. Shit, ja. Das Einzige, was ich machen kann, ist ein... Bist du das, der ankommt? Ich bin im Haus. Am Haus, am Hauseingang. Am Haus, okay, das bin ich. Ja, ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Die Autos alle zerschießen am besten. Hinten ist einer! Geh aus dem Auto raus! Da hinten ist einer! Siehst du den? Hinter der Base. Da, genau da, wo du hinguckst. Dahinter ist einer. Vorne Bandage. Auf der rechten Seite. Ja, hier, komm. Ich dropp dir. Hier liegen zwei auf dem Boden. Hier. Genau da. Der lockt sich aus, ich geh hin. Du willst wissen, dass er sich auslockt, aber... Ich würde am liebsten die Autos zerstören, ich weiß nur nicht wie. Warte, mit Äxten. Ich gehe von der anderen Seite dran. Ja, mit Äxten gehen wir kaputt, wenn das Ding explodiert. Okay. Ich gehe von der anderen Seite dran. Der ist hier irgendwo drin. Der ist reingegangen. Der nimmt sich die besten Sachen und geht raus. Ich hack jetzt die Tür auf. Wo bist du? Ja, ich komme. Hier ist eine Metalltür, die ist schon angehackt. Die werde ich weiterhacken. Ich sehe dich noch nicht. Wo bist du? Ich bin hier, komplett rumgegangen ums Haus. Du willst... Hier sind die ganzen Barrikaden, die ganzen Hütten hier, weißt hier, du? Hier, das bin ich. Hier. Ah, wunderbar. Okay, du beschützt mich, ja? Geht der Balken weiter? Warte.
Balter, Alter! Oh, läuft er mir direkt davor. Ich sehe den Balken. Ja, der geht weiter. Brauchst du noch? Warte, ich gebe dir First Aid. Alles klar, bin versorgt. Okay. Wie schnell geht's runter? Da läuft jemand drin. Der ist wahrscheinlich genau hier drin, so hört sich das an. Ja, das ist schon nur noch ein Viertel. Perfekt, geil. Gleich weggehen, wenn die Tür kaputt ist. Ja. Geht schnell. Gleich kaputt. Geh rein. Hier liegen Kisten drin. Okay, pass du auf die Tür auf, ich guck die Kisten. Pass du bitte auf die Tür auf. Pass auf die Tür auf. Pass auf die Tür auf. Ja. Das ist nicht böse gemeint, aber da ist doch einer. Okay, ich schmeiß alle Sachen raus. Außer die Fire Axe, die nehme ich gerne. Oh, 11 Biofuel. Guck auf die Tür bitte, guck auf die Tür. Ich höre doch, wenn jemand kommt. Der kann reinschleichen. Das ist mein Ernst. Ohne Scheiß, mach nicht alles kaputt. Hört man drauf, bitte! Schleichen hört man nicht. Warte! Hier, hörst du mich schleichen? Ja, okay. Allein schon wegen 11 Biofuel hat sich das gelohnt. Ich schmeiß den ganzen Scheiß gerade raus aus. Was denn, also. Da läuft einer draußen, läuft einer, pass auf, da läuft einer. Psst. Hab ihn, Shotgun. Nice. ...34 Shotgun Shells. Ich droppe dir die Pumpgun und ein bisschen Muni. Ja, nice. Pumpgun liegt. Ich tue auch die ganzen Backpacks alle shredden. Da läuft einer. Ja, ja. Ich lauf gerade. Pass auf drin. Nimm dir mal die Pumpgun. Ich höre keine. Ich sehe keine Muni. Wo ist die Muni? Wolltest du mir mal stehen? Schocken? Drop Muni bitte. Bitte drop Muni. Ja. Tu es. Muni liegt. Danke. Hinter mir. Ja. Nice, so viel. Boah, hast du selber noch welche? 13 habe ich jetzt noch. Ich habe ein bisschen viel gedroppt. Ich droppe die Hälfte. Ich droppe noch mal ein bisschen was davon. Wollen wir nicht die anderen Häuser auch durchsuchen und den Scheiß hier liegen lassen? Mach mal alles. Nee. Erstmal tue ich hier alles rausschmeißen. Ist fast fertig. Wir wollen doch dir nicht die Sachen überlassen. So. Ist alles raus. Ab zur nächsten Tür. Warte. Du hast einen Helm dort. Hier liegt noch eine nagelneue Feueraxt auf dem Boden, wenn du brauchst. Direkt neben mir. Ich passe an der Tür auf. Okay, bin ready. Okay. Welche Tür jetzt? Direkt die nächste, die hier. Nächste? Die ist auch schon leicht angehauen. Obwohl, nee, wir nehmen die hier mal. Die sieht gut aus. Die hier. Mach auf, ich pass auf. Ich komme eigentlich wieder raus, aber das dürfte kein Problem sein, ne? Einer läuft da noch rum, pass auf. Psst.
Ich gehe andere Seite rum. Oder war der im Haus? Ja, der ist im Haus. Ich mach weiter, komm. Die Türen gehen super easy auf, man. Die haben Holztüren benutzt, die Vollidioten. Hau ab! Bandage rein! Hast du auf mich geschossen gerade? Nein, wo bist du? Ich bin in der Hütte gerade, die wir aufgemacht haben. Hast du ihn erschossen? Nein. Ich bin in der Hütte drin. Achso, du bist... Boah, Alter! Hey. Da ist direkt einer drin in der Tür. Warte, ich hol mal was zu essen rein. Wollen wir unsere Sachen nicht erstmal ins Auto laden? Ich würde sagen... Warte, oder hau mal ein bisschen gegen. Nee, der Typ steht da direkt mit der Knarre. Ist ein Wunder, dass er mir nicht in den Kopf geschossen hat, ey. Mach mal so, als ob du gegen haust und ich hau ihn dann um. Okay. Und immer wieder weggehen. Mach weiter. Er ist auf der linken Seite. Wenn die Tür aufgeht, sofort wegspringen. Bist du voll mit Leben? Ja, und er kriegt mich eh nicht, wenn ich da stehe. Die Tür geht ja zu meiner Seite auf. Wenn er reinkommt, steht er gleich links. Typ hat keinen Hammer dabei. Oh, Tür Scheiße, gleich ich auf. Werd sterben. Nein, wirst du nicht. 3, 2, 1... Geh weg, wenn es zu knapp wird. Geh weg, wenn es zu knapp wird. Hab ihn. Alles gut. Gut, ich pass draußen auf. Wer ist da? Hab ihn, hab ihn. Wie schießt du? Hab ihn. Okay. Er hat von hinten aufgemacht. Der wollte uns gerade verarschen, aber jetzt kann er knicken. Er hat die Tür aufgelassen. Hast du auf die Tür auf? Ich pass auf deine Tür auf. Alles gut. Läufst du da draußen rum? Ich bin der, der hier rumläuft, ja. Da läuft immer noch irgendwo einer draußen rum. Alles gut, alles gut. ...94 Cock Rabbits. Ich bin das, keine Sorge. Ich bin voll. Ja, schmeiß den Rest raus. Wie gesagt, einfach drop. Dass die alles verlieren, was sie haben. Soll ich 94 Rabbit-Kram mitnehmen? Nein, bloß nicht. Von Fleisch haben wir genug. Fleisch haben wir genug. Die haben eine richtig schöne Base hier aufgebaut. Am liebsten würde ich meine eigenen Metalltüren reinsetzen. Könnten wir vielleicht sogar machen. Ich komm nachher einfach wieder, bauen nur Metalltüren und setzen die überall hier rein. Ist das nicht eine geile Idee? Ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Mhm. Vor allem, ich wusste, dass da hinten noch einer war, ey. Ohne Scheiß. Der hat mich nicht einmal getroffen, so panisch war der. Hier lag ein Battledore. Echt? Um hier, um der Ecke, komm mal mit. Hier bei dem Typen drin. Hier kommt man das Loot rein. Oh, sorry. Oh Gott, Alter. Ja, Battledore, nice. Haben wir direkt schon mal. Wo müssen die rein, die Battledore? Oh, ein Storage Container. Oh. Ja, die Tür ist doch gut, ich hab gelootet. Können wir nicht noch hier ein paar Sachen verstecken? Klar.
Wenn wir da eine Metal Door reinsetzen, ist das ja erstmal unseres quasi. Ja, dann machen wir das doch. Ja. Was ist denn hier mit dem Metal Door am Eingang? Können wir die nicht irgendwie kaputt machen? Können wir ganz am Ende machen, ganz am Ende. Alles klar, dann setz hier erstmal eine Metal Door rein, das war, packen wir die guten Sachen. Ich setz hier eine rein, ja? Genau, dann sind wir erstmal hier safe. So, Passwort mache ich dasselbe, ne? Obwohl, nee, dann geben wir ja denen die Chance, das rauszufinden. Nee. Warte mal, ich muss mal Tür aufmachen. Shit, wie machen wir das? Ich muss Stream erstmal kurz Stream die Cam aus. So. Passwort ist. Das ist eine geile Aktion. Boah, das ist voll die geile Aktion hier. Hier, ich drück schon drauf. Jetzt kannst du Hansi erzählen, wie scheiße ich bin. So, ich hab dir das PWMTS geschickt. Nee, ich wollte einfach nur sagen. Huhu, Hannes! Hi, was geht bei dir, Bro? So. Ja, machen wir weiter, wa? Oder warte kurz. Boah, das ist kein So. Aber Türen gehen noch viel zu schnell kaputt, Alter. Ist das eine Metal Door hier oder eine Wooden Door? Das ist eine Metal Door. Das sieht aus wie eine Wooden Door, ne? Das sind die wir die ganze Zeit kaputt machen. Okay. Hast du Passwort eingegeben? So. Ja, hab ich. Gut, dann ab zur nächsten. Mach zu. Genau, so, jetzt nehmen wir... Das Tor vorne ist offen! Das Tor vorne ist offen! Geh nicht da raus, vielleicht steht da draußen ein Sniper. Wir sind hier ziemlich gut geschützt. Machen wir. Ist also, das du gehst da rein. Ist das unseres hier? Nein, das ist nicht unseres, aber der Typ hat die Tür aufgelassen. Und das ist das hier. Geh rein, ich pass auf. Keiner wird die Tür zumachen, keine Sorge. Alter, wie viel Biofuel die hier haben? Ich muss mal kurz umlagern. Pass mal hier auf. Wo ist denn unser? Das da, hier, ne? Ja, genau. Irgendjemand macht hier was in einem von den Häusern. Ja. Einer zieht sich um oder rüstet irgendwas aus oder so. Das ist krass, dass die Haufen Extra-Chars hier geparkt haben. Ich stehe vor der Tür, von der ich höre, dass es rauskommt. Jo. Muss auspacken. Na Leute, heute verliert ihr alles. Alles, wofür ihr so hart gekämpft habt. Es wird mir echt stinken, wenn ich ihr wäre. Wenn ich ihr wäre? What the fuck? Egal. Aus der Hütte. Ist das Deutscher? Ja, es ist ein deutscher Server. Können wir mal stark von ausgehen. Hier? So, ja, von der habe ich was gehört. Aber du guckst jetzt erstmal hier rein, was es hier noch so gibt. Und schön, dass die uns das Tor aufgemacht haben, dann kommen wir nämlich auch raus. Hey, kommt, gebt auf. Bei uns kommen gleich die 20 anderen Leute aus der Base. Ja, die 20 anderen Charakter meinst du, die ihr hier noch geparkt habt, ihr Kacknoobs, ey. Ihr verliert gerade alles, ne? Das ist euch bewusst, oder? Alles gut? Ja, alles gut, ey. Warten ab. In 2 Minuten sind sie da. Ja, in 2 Minuten, genau. Schön, dass du uns vorwarnst, danke. Sag mal, ihr hättet unseren Kollegen nicht töten sollen. Ihr hättet unseren Kollegen nicht ermorden sollen gestern. War das gestern? Heute. Heute meine ich, sorry. Ich bin abgeschmiert.
Oh shit. Ist nicht dein Ernst. Ja. Mach sofort Rechner Restart bitte. Sofort, drück einfach den Knopf, ja? Join ist schon wieder. Ne, ich hab das wieder ausgestellt. Mit dem Registry. Ich komme ja wieder rein. Okay, gut, das ist gut. Ja, machst du jetzt noch was oder versteckst dich da drin? Weil wir looten ja alles leer, ne? Das ist dir bewusst. Also wir schmeißen alles auf den Boden, das Zeug kriegt ihr nie wieder. Das despawnt dann. Man sollte aufpassen, wenn man killt, ne? Pass auf, wenn ihr killt, ne? Ist das mal ohne Scheiß, kein von uns. Wir werden immer wieder kommen und immer wieder alles leer machen. Aber die Base ist hübsch, muss ich schon sagen. Also habt ihr euch Mühe gegeben. Ich glaube, der kommt. Der Typ kommt aus der Base, die wir. Der Typ kommt aus der Base, wo wir eine Tür vorgemacht haben. Das heißt, du könntest okay. die Tür aufmachen und sofort den wegwichsen. Was ist los mit dir? Warte, warte, ich komm grad rein. Also meine Kopfhörer sagen, dass der aus der Base kommt. Du brauchst echt lange, Mann. Hier darfst du schon einen Stift setzen? Nee, aber es ist halt scheiße, wenn ich hier alleine die ganze Zeit stehe und der Typ mich voll labert. Was ist denn hier? Startet der hier nur?